Die Rechenregeln Teil 2. Hier gibt es 6 Lernfragen. Die Kommutativgesetze. Wir fangen direkt mit einem Beispiel an. Wir wissen, 3 plus 5 ist das gleiche wie 5 plus 3, nämlich 8. Und diese Regel, dass man diese Zahlen hier bei der Addition vertauschen darf, also dass 3 plus 5 das gleiche wie 5 plus 3 ist, diese Regel nennt man Kommutativgesetz. Man kann sich eine Eselsbrücke machen, Kommune, vielleicht denkt man an so eine Hippie-Kommune, in der alles getauscht wird. Und hier haben wir eben die mathematische Version von dieser Kommune, die alles tauscht. Hier werden die Zahlen vertauscht. Das gilt auch bei der Multiplikation. Wenn ich zum Beispiel 2 mal 6 rechne, dann ist das gleiche wie 6 mal 2. Und das gilt nicht nur für diese Zahlen, 3 und 5 und 2 und 6, sondern es gilt für alle rationalen Zahlen. Und das schreiben wir auf. Für alle rationalen Zahlen A und B gilt zum einen A plus B ist das gleiche wie B plus A und A mal B ist das gleiche wie B mal A. Man nennt das hier das Kommutativgesetz der Addition. Deswegen schreibe ich hier KG plus und das hier unten dann das Kommutativgesetz der Multiplikation. KG mal. Was besagt das Assoziativgesetz? Das Wort assoziieren heißt ja so viel wie verbinden. Wenn man einen Gedanken mit einem anderen Gedanken assoziiert, dann sind die Gedanken irgendwie verbunden. Also zum Beispiel assoziiere ich das Wort Urlaub mit den Bildern Strand, Meer, Palmen, Sonne. Also ich verbinde diese Wörter in meinem Kopf. Ich assoziiere. Und wie assoziiert man in der Mathematik? Wir verbinden Zahlen, nämlich mit Klammern. Zum Beispiel 2 plus, Klammer auf, 3 plus 5. Jetzt habe ich diese beiden Zahlen, 3 und 5, mit der Klammer verbunden. Und das Assoziativgesetz sagt, dass man, zumindest hier bei der Addition, auch andere Zahlen verbinden darf, nämlich hier in dem Fall die ersten beiden. Also dass 2 plus, Klammer auf, 3 plus 5, das gleiche ist wie, Klammer auf, 2 plus 3, Klammer zu, plus 5. Es ist hier also egal bei der Addition, welche beiden Zahlen ich verbinde. Es kommt immer das Gleiche raus. Das funktioniert auch wieder bei der Multiplikation. Also nehmen wir als Beispiel 2 mal oder 3 mal 2 mal 4. Das ist das Gleiche wie 3 mal 2 mal 4. Egal, ob man jetzt zuerst die Klammer 2 mal 4 ausrechnet auf der linken Seite oder auf der rechten Seite zuerst 3 mal 2 ausrechnet. Wenn man diese Terme ausrechnet, kommt immer das Gleiche raus. Das gilt wieder nicht nur für die Beispielzahlen, sondern eben für alle rationalen Zahlen. Ich kopiere es mir einmal. Also für alle rationalen Zahlen a und b gilt eben a plus, Klammer auf, b plus c, Klammer zu, ist das gleiche wie Klammer auf a plus b, Klammer zu, plus c. Das nennt man Assoziativgesetz, also das Gesetz, das mit diesen Klammern zu tun hat, a, g, plus. Das gilt auch für die Multiplikation. A mal, Klammer auf, B mal C ist gleich, Klammer auf, A mal B, Klammer zu, mal C. A, G, mal.
Und wir kommen zum dritten Rechengesetz, zum Distributivgesetz. Distribution, das ist eine Verteilung und hier geht es jetzt darum, etwas zu verteilen. Wir haben Zahlen 2 mal 3 plus 4 und wir verteilen diese Klammer jetzt. Wir können euch sagen, das ist das gleiche wie 2 mal die 3 plus 2 mal die 4. Man verteilt sozusagen diese Klammer auf die 2, also man rechnet 2 mal 3 und das hat nicht ganz getroffen und 2 mal die 4. Und das gilt auch wieder für alle rationalen Zahlen. Also wir haben die Zahlen a und b und jetzt sogar noch ein c, weil wir brauchen drei verschiedene Zahlen, a, b und c. Und für diese Zahlen gilt, dass eben a mal, Klammer auf, b plus c das gleiche ist. Wir machen a mal b plus a mal c. A mal b plus a mal c. Das ist das Distributivgesetz. Das, was man hier macht, das nennt man auch Ausmultiplizieren. Wir machen später noch ein Beispiel dazu. Gilt dieses Kommutativgesetz, wir haben es oben gesehen, das Gesetz, bei dem man vertauschen darf, auch für die Subtraktion. Also wir machen ein Beispiel. 1 plus 5 minus 2. Darf man das jetzt auch vertauschen? Man darf es dann machen, wenn man die Zahlen immer mit ihrem Vorzeichen vertauscht. Also wir haben hier drei Zahlen, einmal die minus 2, einmal die plus 5 und einmal die plus 1. Und diese Zahlen mit Vorzeichen kann man jetzt beliebig vertauschen. Zum Beispiel vertauschen wir diese beiden, also 1 minus 2 plus 5. Und du kannst es mal nachrechnen, ob da immer noch dasselbe rauskommt. Auf der linken Seite 1 plus 5 ist 6, minus 2 ist 4. Auf der rechten Seite 1 minus 2 ist minus 1, plus 5 ist auch 4. Also es funktioniert tatsächlich, wenn man eben das Vorzeichen mitnimmt. In manchen Aufgaben hat man eine Klammer, der irgendwas drinsteht, mit einem Minus davor. Also hier steht zum Beispiel 5 plus 2 und man möchte diese Klammer auflösen, also die Klammer weghaben und das noch gar nicht ausrechnen, sondern das erst später machen. Obwohl wir gelernt haben, wir rechnen die Klammer zuerst aus, vielleicht geht das in manchen Fällen nicht, vielleicht ist es zu kompliziert, deswegen möchte man diese Klammer wegmachen. Wenn man so eine Minusklammer hat, dann heißt dieses Minus so viel wie minus 1 mal und dann eben die Klammer. So kann man das immer schreiben. Minus ist das gleiche wie minus 1 mal die Klammer. Und jetzt können wir mit dem Distributivgesetz diese Klammer ausmultiplizieren. Also minus 1 mal 5 ist minus 5. Und minus 1 mal die 2 ist minus 2. Was haben wir also gesehen? Wir hatten eine Klammer mit einem Minus davor, also eine Minusklammer. Und nach ein wenig Rechnen ist die Klammer weg. Das Minus ist immer noch davor, aber das Vorzeichen in der Klammer ist von einem Plus zu einem Minus geworden. Die Minusklammerregel besagt genau das. Wenn man eine Minusklammer hat, dann kann man die Klammer weglassen, aber muss das Vorzeichen in der Klammer vertauschen. Das heißt, aus einem Plus wird ein Minus und aus einem Minus wird ein Plus, falls da mal ein Minus in der Klammer steht. Also zum Beispiel wird aus 3 minus, Klammer auf, 2 plus 5, Klammer zu,
3 minus, jetzt lasse ich die Klammern weg, 2 und 5 und das Vorzeichen muss man tauschen, 3 minus 2 minus 5. Das kann man mal nachrechnen, das ist das Gleiche. Wir nehmen uns noch eine Rechenaufgabe und lösen die auf zwei verschiedene Arten, und zwar die Aufgabe 21 mal 1/3 minus 1/7. Und jetzt machen wir das einmal mit der Regel, die wir gelernt haben, die K-Hobbs-Regel, also zuerst die Klammer, dann können wir sagen, also ich mache mal hier K-Hobbs. Dann können wir sagen, das ist das gleiche wie 21 mal, und jetzt rechne ich eben zuerst 1/3 minus 1/7 aus und rechne dann weiter, dann ist die Klammer nämlich weg. Was da rauskommt, das kriegst du selbst hin, und am Ende sollte dann eben ein Ergebnis dastehen. Oder die andere Möglichkeit, man rechnet das Ganze durch Ausmultiplizieren. Das bedeutet wieder, wir wenden das Distributivgesetz an, also wir rechnen erst 21 mal 1/3 minus 21 mal 1/7. Auch dann ist die Klammer weg, und auch da gilt danach natürlich die K-Hobbs-Regel, das heißt, Hochzahlen haben wir nicht mehr, Klammern haben wir auch keine mehr, aber wir haben Punkte. Und wir haben ein Minus als Strich, also erst die Punkte, dann die Striche. Das kannst du auch ausrechnen. Und am Ende müsste natürlich bei beiden Methoden das gleiche Ergebnis rauskommen.